Hi, ich bin Adrian Carrasco-Heiermann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Wir sind ein unabhängiges Forschungsinstitut bzw. ein Think Tank und beschäftigen uns dort mit Fragen regionaler Entwicklung und des demografischen Wandels. Am Berlin-Institut arbeiten wir gerade in einem dreijährigen Forschungsprojekt zu teilhabeorientierter Integration. Und dazu schauen wir uns die Theorie und Praxis auf Kreisebene an 6 Standorten an. Und Neumünster ist ein Standort. Und deshalb bin ich heute hier, um mit Leuten aus Verwaltung, aus Zivilgesellschaft zu sprechen und mehr über die Arbeit in Neumünster zu erfahren. Mit dem Projekt wollen wir Gelingensfaktoren und gute Beispiele rausfiltern, wie eine teilhabeorientierte Integrationspolitik gut funktionieren kann und diese aufbereiten, sodass andere Kreise, kreisfreie Städte sich davon etwas abgucken können. Also für uns ist das Wichtigste, wenn wir Interviews führen, herauszufinden, wie sind sozusagen die konkreten Strategien, die einzelne Personen verwenden, um beispielsweise das Thema Integration auch auf die Agenda zu setzen in der Verwaltung? Wie gehen sie damit um, wenn beispielsweise die politische Ebene im Kreis nicht ganz so will wie die Verwaltung oder es Widersprüche gibt? Wie gehen die InterviewpartnerInnen mit Konflikten, mit Widersprüchen um? All das versuchen wir in den Interviews aufzuarbeiten, um es dann im Nachgang auswerten zu können. Wir haben in allen Kreisen, an allen Standorten, die wir in dem Projekt dabei haben, haben wir einige Ansprechpersonen. Und hier ist es Frau Leyden von der Stadt, die uns eben eine ganze Reihe Kontakte vermittelt hat. Und darunter war auch Neumünster TV. Und genau deshalb bin ich auch hier.